Yo Leute und äh, willkommen hier auf dem Kanal NKF. Ja, Heute gibt es mal ein Video und zwar zu einer Person, die auch ein Video zu mir gemacht hat. Ich hatte am Anfang ein Video zu der Person gemacht. Und zwar geht es um Tim Jacken. Ähm, erstmal vorab, ja, ich möchte mich mal nochmal bedanken, äh, dass, dass ihr so krass hier supportet und so. Wir haben jetzt 17.000 Abonnenten erreicht. In, in einer relativ kurzer Zeit sind wir echt, ist der Kanal echt gewachsen, so obwohl das ist halt ein Reaction-Kanal Also fettes Dankeschön, wirklich Kuss geht raus. Ich weiß sehr zu schätzen und vor allem auch. Die, die Reichweite, die unter anderem mit drauf kommt. Ich glaube, wir haben jetzt in, in, innerhalb von 30 Tagen, wo ich jetzt durchziehe, 100.000 Aufrufe gemacht. Äh, das ist heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals schaffe. Ich dachte eher so, wir verkacken halt mit dem Kanal. Aber Leute, ich merke, ihr seid heiß, ihr seid am Start und deswegen werden wir jetzt hier drauf reagieren. Und zwar ist das Video YouTuber labert Müll über mich, ja, von TJ. Und wir werden das jetzt angucken. Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe das Video schon angeguckt im Stream, aber ich möchte off-Stream lieber eine Reaction machen, weil erstmal muss man da nicht alles hin und her cutten. Dann, dann wirkt das komisch. Und zweitens, im Stream hast du noch den Chat, im Stream hast du noch irgendwelche Alerts und so weiter, wenn man in Sub reinkommt. Und hier kann man sich voll und ganz auf das Video fokussieren. Ich glaube, da ist die Reaction auch einfach spannender. Hallo. Okay, wir gucken uns das mal an. Die Bewertung ist auf jeden Fall ganz gut. Ich habe auch viele Kommentare unter meinem Video gesehen mit ah, Alpha Kevin schlecht, äh, schlecht recherchiert. Sehr, sehr schlechtes Video. Und ich habe dich deabonniert, weil, ey, du hast mich voll getäuscht und sowas. Und ja, solche Kommentare waren des, des Öfteren am Start. Ich kann euch jetzt schon mal den Wind aus den Segeln nehmen. So, wie es TJ darstellt und so, wie die Leute jetzt gegen mich eingestellt sind, das ist so nicht ganz der Wahrheit entsprechend, ja. Ähm, und ich möchte noch was dazu sagen. Ich hatte erst überlegt, mache ich jetzt ein Video noch dazu? Oder mache ich kein Video dazu. Ich werde, eigentlich einfach die Reaction hier bringen und äh, das in meinem News-Format sozusagen ansprechen, dann war's das. Also, ich glaube nicht, dass ich noch ein extra Video mache. Ja, es würde sich zwar rein klicktechnisch und sowas lohnen, was weiß ich, aber wir haben das auch schon privat besprochen und ich denke, wir lassen es jetzt einfach stehen. Ja, dann sollen halt die Leute denken, dass ich, äh, dass ich lügen Erzähle oder, oder Fehlinformationen drin habe, ähm, dann ist es so. Aber ich werde das, denke ich, jetzt hier auch noch mal ein bisschen klarstellen. Oh, kleines Video gerade auf dem Zweitkanal ja. hier. Äh, ich bin immer noch ein bisschen krank. Ähm, ich habe immer noch Halsschmerzen, aber ich finde sowas von zugedrückt mit schmerzmittel Deswegen kann ich auch gerade dieses Video äh, auch ganz gut aufnehmen. Aber ich möchte das Video ganz gut aufnehmen, weil der liebe Alpha Kevin hat ein Video über mich gemacht, was inhaltlich, naja, ich sag mal, nicht so gut war. Dazu habe ich mir ein paar Stichpunkte gemacht, aber habe jetzt kein förmliches Skript, wie ich es sonst bei solchen Videos habe. Im Übrigen, es wird auch ein bisschen um diese ganze Flakes-Thematik gehen. Ich wollte eigentlich kein Video über ihn machen, obwohl er auch Punkte in seinem Video drin hatte, die nicht so ganz gestimmt haben, weil Flakes halt meine Kritik teils angenommen hat und sein Content dementsprechend jetzt umstellen möchte und es Appreciate. Ja, ich, ich will aber auch... Ich hoffe jetzt, dass er jetzt in diesem Video wenigstens sagt, welche Punkte Flakes falsch hat. Ja, weil... Das meiste geht halt jetzt um mich sozusagen in dem Video, das weiß ich, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob er überhaupt mal die, die Fehlinformationen von Flakes anspricht. Ich glaube nämlich, dass, dass TJ das nicht macht. Es ist wie in seinem Kommentar, da hat TJ geschrieben, ey äh, Flakes, du hast Falschinformationen, Fehlinformationen oder Falschaussagen rausgehauen, aber dann sagt er halt nicht, was die Falschaussagen waren, ja. Das ist halt auch so eine Sache. Okay, ich, die, wir, wir gucken, nicht, dass an. Flakes halt sich verbessern möchte und deswegen wollte ich eigentlich kein weiteres Video über/gegen ihn machen, sondern es eher einfach bei seiner Entschuldigung belassen. Zwischen ihm und mir ist so alles cool, denke ich mal, aber scheinbar ist bei Alpha Kevin nicht alles cool, weil er ein Video über/gegen mich gemacht mit dem Titel Tim Jacken Exposed. Ist das sein Ernst? Ich habe ja kein Video gegen Tim Jacken gemacht. Ich habe mich bloß ähm, an ich habe mich bloß in die Lage von Flakes hineinversetzt. versetzt wie es ist, dass jemand ein als miss, miss oder äh, das im Titel steht Missbrauch, dass Fehlinformationen auch drin vorkommen von TJ, dass Dinge falsch gedeutet wurden beziehungsweise auch die die Ansicht von TJ ist natürlich komplett subjektiv. Er er wertet alles in diesen Videos sehr subjektiv gegen Flakes aus ne? und dreht sich das dann sozusagen so, dass man Flakes jetzt übel hated, weil Flakes ein schlimmer Mensch ist und Kinder ausnutzt und äh, ja, keine Ahnung, man. Ja, dass er die Kinder dafür missbraucht für die Videos und so, obwohl das eigentlich eine komplett subjektive Ansicht ist. Und du kannst jetzt nicht objektiv sagen, ey, Flakes, du bist der schlimmste Mensch der Welt. Ähm, deswegen habe ich unter anderem mich zu Flakes mit positioniert, weil ich mir so dachte, der Umgang mit dem Thema war von TJ einfach nicht cool. Ne? Er schreibt in den Titel... Äh, dieser YouTuber missbraucht Kinder in Fortnite. Also es ist äh, ein sehr perfider Titel, das macht man einfach nicht. Auch wenn das Wort Missbrauch definitionsmäßig vielleicht richtig ist, mit Ausnutzen und sowas. Aber das finde ich schon hart. Das hat er dann später geändert. Dann fand ich sein, sein Kommentar echt komisch, weil in seinem Kommentar schreibt er rein... Ähm ja, Flakes, also in dem Statement, ja Flakes, äh, du hast echt viele Fehlinformationen, Falschaussagen drin, aber schön, dass du dich besserst. Ja, aber ist mir auch scheißegal, was du, was du jetzt eigentlich dazu sagst. Also ich denke mir auch so, ich meine, Flakes kritisiert auch TJ. TJ nimmt sich der Kritik nicht an, also er, er entschuldigt sich nicht und sonst was. Sondern er schreibt halt einfach nur, schön, dass du dich besserst. Also ey, keine Ahnung, ich, ich finde das einfach auf eine, also so ein bisschen dieses Überhebliche, dass, dass ein TJ zum Beispiel, also so, so kommt das halt drüber, dass TJ so ein bisschen unantastbar ist und ein Flakes ja einfach also er kann jetzt über Flakes bestimmen wie er sein Content richten soll und so und das kommt für mich persönlich immer ein bisschen komisch rüber deswegen ähm, fand ich war es mal nötig vielleicht auch noch ein Video dazu zu machen ne? weil ich fand ich fand wirklich an der Stelle äh, tat es mir auch einfach leid für Flakes dass dass er da wie abgestempelt wurde oder keine Ahnung ich weiß nicht wie ich sagen soll ja ich fand es einfach schade der Umgang damit und als ich es gelesen habe dachte ich mir so Digga, shit was habe ich getan und kurze Vorstory: Alpha Kevin hatte schon mal ein Video gegen mich gemacht. Und da war sein Hauptkritikpunkt irgendwie, dass ich in der Memo, die ich ABK gesendet habe, irgendwie zu nett zu ihm war. Jetzt war es noch nicht der Hauptkritikpunkt, aber es ist auch egal. Ich meine, das ist jetzt vor drei Monaten gewesen. Ähm, ja, ich sag mal so: Das blendet er ja jetzt natürlich ein, weil er jetzt sagen will: Ey, ich habe ein persönliches Problem mit TJ. Mit es, es stimmt halt nicht. Ne? Also, wir haben ja noch, bevor er das Video hier gemacht hat, haben wir noch auf Instagram äh, geschrieben uns ausgetauscht und äh, haben ganz normal kommuniziert, also so als als wäre jetzt nichts gewesen, so ne, also alles entspannt. Wir haben uns auch schon ausgesprochen, deswegen wird es da wahrscheinlich kein Video geben. Aber ja, er stellt sich jetzt natürlich so rüber oder so so da, als hätten wir ein persönliches Problem miteinander, ne? oder als hätte ich ein persönliches Problem mit ihm, was halt einfach nicht stimmt. Weil man in ja. der alpha -Welt scheinbar nicht respektvoll miteinander reden kann, auch wenn man verschiedene Ansichten hat. Also das, den, den Kommentar verstehe ich auch nicht, ja. Weil, wie gesagt, wir haben miteinander gesprochen, geschrieben, auch komplett respektvoll und niveauvoll. Äh, er sagt jetzt so: Ja, man kann jetzt nicht respektvoll und so reden, aber zu der Thematik mit ABK war ja damals, ABK war auf 180. Er wusste auch ganz genau, dass, also TJ wusste ganz genau, dass wenn er jetzt äh, zu ABK kommt und ihm eine Nachricht schickt, dass ABK bestimmt nicht positiv darauf reagieren wird. Und wenn du dann so eine, so eine Nachricht sendest, die so übernett ist zu ABK, der gerade so oder so auf 180 ist, dann habe ich mich in die Lage von ABK hineinversetzt und dann kann man sicherlich denken, dass es das sehr provokant wirkt. Ja? Und darum ging es in meinem Video. Dass er es jetzt natürlich so darstellt, wie ey man darf nicht nett sein, ist halt falsch, ja, weil das habe ich nie gesagt. Natürlich darf man nett sein. Journalistisch habe ich auch gesagt in dem Video. Journalistisch ist das auch komplett okay, was TJ da gemacht hat. Aber es wirkt halt provokant. Es kommt immer darauf an, der, so, der Ton macht die Musik. Und in dem Fall hat auch der Ton die Musik gemacht und dementsprechend äh, hat sich ABK natürlich da ein bisschen angegriffen gefühlt, ne? Weil also Versetzt dich mal in die Lage von ABK und bekommt dann eine Sprachnachricht mit, ey, ich möchte ein Video gegen dich machen. Echt, schönen Abend wünsche ich dir noch. Und du denkst dir so, der ja, macht doch einfach ein Video, Mann, und lass mich doch in Ruhe, so, so sende doch nicht noch irgendwas. Keine Ahnung. Ja. Ich wollte noch ganz kurz sagen, dass ihr bitte respektvoll in den Kommentaren bleiben sollt. Ich habe mich auch schon mit Alpha Kevin ausgetauscht. Ähm, ja. Menschlich, alles cool, aber was in seinem Video halt gesagt wurde, kann ich halt nicht so stehen lassen, weil da wurde viel Mist erzählt. Naja, aber jetzt bin ich gespannt. Starten wir erstmal mit was Positivem. Und zwar hat Kevin kritisiert, dass ich bei dem Flakes-Video das Wort missbraucht im Titel stehen hatte und Alpha Kevin fand, dass das Wort zu hart ist. Auch Flakes hat in seinem Video angemerkt, dass er das Wort zu stark findet. Habe die Kritik angenommen und am selben Tag noch, wo ich das Video von Flakes gesehen habe, dass er es eben zu strong findet, so, ähm, habe ich halt auch dann den Titel geändert. Ich glaube nicht, dass es am selben Tag war. Also wir hatten das auch schon besprochen, TJ kann sich nicht mehr ganz erinnern. Ich kann mich nur noch ein bisschen erinnern, weil ich habe das Video von Flakes gesehen, habe das Statement von TJ gesehen, ich weiß aber noch nicht, wie alt das Statement zu der Zeit war. Ein Tag oder so. Und dann bin ich auf TJs äh, Kanal gegangen, habe gesehen, dass der Titel Missbraucht immer noch drin stand. Dann habe ich angefangen, weil da, da dachte ich mir auch so, hä? Du nimmst ja gar keine Kritik an und änderst nichts. Dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich mache jetzt ein Video dazu, dass ich das auch nicht geil finde, dass du den Titel drin stehen hast. Da habe ich das Video schon bearbeitet. Und während der Bearbeitung habe ich dann gesehen, ah, TJ hat seinen Titel geändert. Also ich glaube, nach ein, zwei Tagen, nachdem er das Statement veröffentlicht hat, ich glaube, erst dann hat er den Titel geändert. Aber das Wichtige ist, er hat es geändert und von daher gibt es auch äh, keine Kritik, was das angeht. Ne? Es ist gut, dass er das gemacht hat. Deswegen habe ich es auch mein Video nicht nochmal angesprochen. Hätte ich es sogar schon vorher gemacht, aber eben erst als Flake sein Statement wieder hochgeladen hat, wusste ich halt, dass er das nicht cool findet oder dass er halt den Titel zu strong findet. Hätte er mir vorher auf Instagram geschrieben, so, dicker ey, ich finde den Titel nicht so cool, bitte ende mal. Hätte ich es übrigens auch schon vorher gemacht, wollte ich kurz einmal anmerken. Aber es kam halt wochenlang nichts von ihm, deswegen ging ich davon aus, dass das jetzt nicht so unendlich schlimm sei. Weil rein von der Wortdefinition passt der Titel missbraucht natürlich zu einem Video, aber natürlich kann man auch mit dem Titel missbraucht. Ja, da kann man viel reininterpretieren. Deswegen habe ich ja. den Titel ja auch dann im Endeffekt wieder geändert. Das so, ist gut. das war eine Kritik, die ich auf jeden Fall verstanden habe. Und jetzt geht es weiter zu ganz, ganz vielen komischen Dingen. Weil Alpha Kevin. Okay, es also ist jetzt eine Sache. Es ist jetzt eine Sache, wo er mir zustimmt. Und das ist bloß das Wort missbraucht, wo er schon den Titel geändert hat. Okay. Das ist jetzt der Anhaltspunkt. Das heißt, der Rest ist falsch, was ich erzählt habe. Und da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt, bei welchen Dingen ich äh, faktisch einfach auch falsch liege. Ne? Weil ich meine, bei Falschinformationen, Fehlinformationen muss es ja wirklich, da muss ja was vorgezeigt werden, dass es definitiv falsch ist. Okay. Und erklärt nämlich in seinem Video, worum es in meinem Video geht oder was mein Hauptkritikpunkt an Flakes sei. Einen Video -Call mit der Mutter von einem Fan von Flakes gehabt. Dort wurde gemeint, dass Flakes ein Kind ausgenutzt hat für seine Videos, denn dieser Flakes hat Videos mit einem Kind gemacht und dann später das ja, versprochene Geschenk ihm halt nicht gegeben. Er hat das praktisch vergessen oder er wollte ihm das nicht geben. Und hier fängt das Video von Kevin an weird zu werden, weil das war nicht mein Hauptkritikpunkt an Flakes. Okay, nicht genau. mal so Andersweise. Also, bei TJ ging es um sehr viele Punkte. Und das war auch nicht der Hauptkritikpunkt, den ich anspreche, weil ich habe eigentlich alle Themen angesprochen, die TJ in seinem Video hatte. Das bedeutet, es geht natürlich um viele Themen. Das, was ich in dem Video gesagt habe, war nicht, ey, es geht ja in diesem Video bloß darum, sondern es geht unter anderem darum. Ich weiß, also, also er stellt es jetzt so hin, als wäre ich zu dumm, um zu verstehen, was der Kritikpunkt war. Auch in den Sprachnachrichten hat er es immer wieder gesagt, ey, ich glaube, du verstehst den Kritikpunkt nicht. Äh, aber ich verstehe schon den Kritikpunkt dass äh, Flakes die Kinder ausnutzt. Ich persönlich bin aber, so was das Ausnutzen angeht, beziehungsweise was die Videos mit Kindern angeht, bin ich ein bisschen anders eingestellt als TJ. Deswegen kannst du halt kein faktisch richtig oder faktisch falsch äh, ähm, dastehen lassen. Ne? Also das ist, das ist halt eine komplett subjektive Ansicht. Aber dazu werden wir nachher noch kommen, weil ich weiß, dass er das noch ansprechen wird. Ist einfach ein Haar an der Tastatur. Das kann nur das Haar von meiner Freundin sein. Ja, moin. Mein Hauptkritikpunkt <laughs> war, dass Flakes eben dutzende Kinder und halt sogar Kleinkinder mit in seine Videos zieht. Und diese Kinder ja. teilweise nicht wissen, was die dort überhaupt tun oder auf was sie sich überhaupt einlassen, wie ich ja auch in meinem Beispiel zeigen konnte. Das Kind in meinem Beispiel hat in der Überforderung, als Flakes ihn gefragt hat: Ey, hast du Lust im Video mit zu sein? Erstmal Ja gesagt, aber ist nach der Aufnahme erstmal wirklich aufgefallen: Ey, was habe ich überhaupt getan? Das wollte ich ja überhaupt gar nicht. Vor allem, weil das Kind nach Release des Videos noch später im Internet runtergemacht wurde. Ja, man muss an der Stelle sagen, so, das ist jetzt wieder die subjektive Ansicht. TJ findet es, es ist nicht okay, dass er überhaupt aufnimmt mit einem Kind, was gar nicht die Gefahren des Internets noch kennt. Meine Ansicht ist, das Kind macht dort freiwillig mit, das Kind meldet sich freiwillig, das Kind nimmt freiwillig auf, macht das Video ganz normal mit und im Nachhinein, nachdem es eigentlich schon wusste, dass es im Internet äh, landet, im Nachhinein beschwert sich dann das Kind. Ne? Klar, es weiß die Konsequenzen nicht. Man muss jetzt an der Stelle aber auch sagen, das Kind ist anonym, das Kind hat einen Namen auf, keine Ahnung, der heißt ein Fortnite XY Heinz Peter oder sowas, und heißt eigentlich gar nicht Heinz-Peter. Also das Kind ist anonym. So, wenn das jetzt in den Kommentaren kritisiert oder beleidigt wird, dann wird praktisch einfach nur ein anonymer Mensch beleidigt. Ja, aber man muss es ja nicht auf sich selbst beziehen, weil man selber ist ja, man zeigt sich ja nicht vor der Kamera oder so, wo man sagen kann, ey, ich wurde jetzt einfach hart getroffen. Ja, also meine Ansicht ist, das Kind hat freiwillig mitgemacht, es wollte dort mitmachen ähm, und dementsprechend ist das okay. Und es ist auch okay, dass dann das Video hochgeladen wird. Man muss sich aber dann auch bewusst werden, dass halt natürlich Kritik einhaken kann. Das ist ganz klar. Für mich liegt eher das Problem bei der Mutter, weil die Mutter halt nicht aufpasst, was das Kind im Internet macht. Weil, wäre da eine Absprache gewesen, dann hätte die Mutter auch sagen können, ey, hier, pass auf, ich will, dass, wenn, wenn du schon dort mitmachst, dass es nicht ausartet, nicht, dass es zu Mobbing kommt, sondern, dass es einfach ein normales Video wird, zum Beispiel. Ja, oder, dass die Mutter generell drauf aufpasst, was das Kind halt im Internet macht. Also, für mich ist eher so das Problem, dass die Mutter dort nicht vorsichtig ist oder nicht aufpasst, was das Kind im Internet macht, weil, ich meine, gerade wenn das Kind gerade mal 8, 9 oder 10 Jahre alt ist, dann lasse ich das Kind bestimmt nicht ganz alleine irgendwelche Shooter-Games zocken und noch währenddessen äh, chillt er im Discord, also keine Ahnung. Klar, jüngere Kinder, die werden jetzt immer mehr in die, in die Medienwelt einge eingeführt, aber das heißt nicht, dass man das Kind einfach, also erstmal Vorteil ist ja auch ab 12, glaube ich, aber das heißt nicht, dass man das Kind dann einfach irgendwo abstellen kann und äh, das soll dann dort zocken, also keine Ahnung. Ich finde, das ist auch ein bisschen verantwortungslos, muss man an der Stelle auch sagen. Das war mein Hauptkritikpunkt. Und nicht, dass Flakes irgendwelche Sachen versprochen hat und die nicht eingehalten hat. Das konnte man auch nicht wirklich missdeuten, weil ich habe in meinem gesamten Video kein einziges Wort darüber verloren, dass Flakes irgendwelche Versprechen im Endeffekt nicht eingehalten hat. Ich habe letztendlich in meinem ganzen Video... Er hat, er hat das einmal angesprochen und ähm, mir, mir ging es auch gar nicht, dass es nur ums Ausnutzen geht, also um, um dieses Geld, um das Finanzielle. Das ist ein, ein Punkt in dem Video. Weil TJ das als Punkt in seinem Video angesprochen hat. Die ganzen anderen Punkte genauso, ne? Also ich habe jetzt nicht nur einen Punkt erwähnt. Er denkt jetzt so, ich habe den Hauptpunkt komplett verfehlt, dabei bin ich auf jeden Punkt eingegangen bei ihm. Aber das verstehe ich tatsächlich auch nicht ganz, was jetzt, was jetzt der, der Punkt von TJ jetzt gerade in der Situation ist. Video kein einziges Wort darüber verloren. Und also, ich weiß nicht, ob jetzt gerade seine Intention ist, den Zuschauern mitzuteilen, dass ich dumm bin. Weil ich den Kritikpunkt nicht verstehe? Ich weiß es nicht. Das war auch nur ein kleiner Mini-Nebensatz von dem Jungen, den ich interviewt habe. Ich persönlich habe da nicht mal was zu gesagt. Und es ist für mich wirklich fraglich, wie man das nicht verstehen konnte. Aber naja, wie geht denn das Video von Kevin okay. weiter? Nur lustig ist halt jetzt an der Sache, und da muss ich TJ kritisieren, dass Flakes einen Tag später mit dem Kind ebenfalls das noch ist mal eine, das, ist, das ist tatsächlich wirklich eine, eine falsche Aussage. Ja, das stimmt. Also da gebe ich auch komplett recht. Habe ich auch nochmal in den Kommentar, äh, ich habe nochmal so einen Kommentar angepinnt, wo ich dann gesagt habe, ey, hier, das, äh, das war falsch. Ja, sehe ich auf jeden Fall komplett ein, wenn man das jetzt kritisiert. Video gemacht hat und dort hat er, by the way, Geschenke im Wert von 50 Euro diesem einen Kind ja, gegeben. Es, es war ein anderes Nein. Kind. Nein, hat er nicht. Das ist einfach eine Unwahrheit, die Kevin hier erzählt. Flakes hat mit dem Kind immer ein Video nicht danach noch irgendwie aufgenommen, geschweige denn dem Kind später noch irgendwelche Skins geschenkt. Das ist einfach die Unwahrheit. Er hat dazu sogar noch einen Kommentar geschrieben, aber sehr viele Menschen, die das Video. Also, ich habe den Kommentar auch direkt danach geschrieben, ne? ich glaube, da war das Video 10 Minuten draußen. Ähm, habe ich direkt geschrieben, aber den, den Punkt sehe ich ein, weil das war falsch. Ja, also da gebe ich, geb ich komplett zu, es ist definitiv falsch gewesen, diese, diese Aussage. uns im Vollbild gucken oder halt auf dem Handy gucken, wo man halt nicht immer in die Kommentare geht. Werden das nicht gesehen haben und denken sich jetzt, oh, TJs Hauptkritikpunkt war ja, dass Flex dem Kind Sachen versprochen hat und Flakes es nicht eingehalten hat. Aber ist ja auch gar nicht so schlimm, weil Flakes hat ja mit dem Kind später nochmal aufgenommen und da hat das Kind dann Skins im Wert von 50 Euro bekommen. Also ist, ist das ganze Video von TJ quasi gar nichts mehr wert, weil das Kind hat ja Skins bekommen. Das ist ja, es so ging ja noch um andere Dinge. Und auch falsches Framing auf mein Video und spiegelt Retook 0 die Realität wieder. Aber naja, wie geht's denn hm. weiter? Also, für mich zählt halt auch unter Ausnutzen, du versprichst etwas, was du dann später nicht gibst. Und das ist zum Beispiel auch das Geschenke verteilen. Aber er hat auf jeden Fall in dem Punkt recht, dass, äh, dass es ein anderes Kind war, ja, was, was die 50 Euro bekommen hat und nicht das Kind, was dort ausgenutzt wurde, zumindest bei TJs Interview. Ähm, ja, den Punkt sehe ich auf jeden Fall ein. Ne? Also, da entschuldige ich mich auch dafür. Also, sorry auf jeden Fall an der Stelle, weil, äh, ja, keine Ahnung, ich habe das komplett missverstanden, und da muss ich an der Stelle sagen, hat auf jeden Fall einen Punkt, der richtig ist. Denn Tims Video besteht ja auch zum Teil daraus, dass er Flakes vorgeworfen hat, dass er andere Kinder dazu anstachelt, irgendwelche komischen Geräusche zu machen, sodass sie halt später dann auch gemobbt werden von irgendwelchen Zuschauern. Und erstens, nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass dieses Kind dann im Internet später gemobbt wird, das stimmt einfach nicht. Ja, aber du, du implizierst doch damit, in diesem ganzen Video implizierst du, dass Flakes Kinder ausnutzt und die dann später im Internet runtergemacht werden, weshalb die die Videos offline genommen haben wollen. Also, du implizierst doch mit deinen Aussagen, mit deinem ganzen Video implizierst du, dass Kinder ausgenutzt werden und weil die dann auch noch gemobbt werden, dann möchten die, dass die Videos offline gestellt werden. Das ist doch im Prinzip auch die Thematik, ja, was er ja auch vor allem kritisiert, ne? dieses Ausnutzen und so weiter. Ey, von daher ist es doch klar, dass wir hier auch um das Thema Mobbing sprechen und dass ich das auch mit anspreche, ne? Und Flakes hat ja selber zugegeben, dass er Dutzenden Kindern vor dem Video gesagt hat, was sie dann halt im Video sagen sollen. Und hier in dem Beispiel schien es mir halt genauso. Es kann natürlich ja, es sein, dass es genau dir. in diesem Beispiel nicht passiert ist, dann aber halt in Dutzenden weiteren Beispielen. Ja, aber zeig doch die Dutzenden weiteren Beispiele. Wenn, wenn du dir doch sicher bist und wenn du doch Beweise dafür hast, dann zeig doch die Dutzenden Beispiele, wo Flakes sagt: Ey, mach mal de den und den Move, ja? Flakes hat es in seinem eigenen Video gesagt, ne? Ich, ich vertraue jetzt einfach mal Flakes, so, das ist die Quelle aus erster Hand sozusagen. Es können ja dann irgendwelche anderen Kinder, die mit ihm mal gespielt haben, das anders noch kommentieren. Äh, Flakes meinte, dass er die Videos, dass er in Absprache mit den Kindern die Videos macht, und zwar vor, bevor das Video aufgenommen wird. Da wird gesagt, um was es geht, wie das Storytelling ist und ähm, ja, was so stattfindet, damit die Kinder wissen, um welche Story es geht, ne? wie die sich da ungefähr verhalten müssen. Aber Flakes hat nicht gesagt, äh, während der Aufnahme, ey, mach jetzt mal das Geräusch, dann machen die Kinder das Geräusch und dann sagt er, mach mal das Geräusch. Er sagt einfach nur am Anfang, äh, was es, äh, um was es hier geht in dem Video und nicht, dass sie sich irgendwie peinlich benehmen sollen, damit die dann später runtergemacht werden. Das, das ist nicht die Intention von Flakes gewesen. Zumindest äh, zeigt er das ja auch in seinem eigenen Statement. Ja? Hier, also im Prinzip unterstellt jetzt TJ Flakes, dass er das machen würde. Obwohl TJ halt keine Beweise hat. Er sagt jetzt ja in unzähligen weiteren Videos. Aber wo sind denn die unzähligen weiteren Videos? So, dass das, weißt du, was das Problem ist, wenn du halt jemanden damit fronten willst, musst du halt auch einen Beleg haben, um das zu zeigen. Ne? Ich meine, ich, ich bin auch nicht fehlerfrei. Ich habe auch schon öfter mal Scheiße gelabert. Hier mit dieser falschen Aussage habe ich auch Scheiße gelabert. Aber ähm, in, in dem Fall unterstellt er halt schon wieder irgendwas. Wie Flakes er selber zugegeben hat. Also, Kevin, wenn du willst, ist diese konkrete Mini-Aussage in meinem Video halt falsch. Aber... Ja, Flakes hat doch zugegeben, dass er vor dem Video bloß sagt, um was es geht. Er hat sogar in seinem eigenen Video... Das schade, dass das äh, Titel nicht einbindet, äh, das Video. Er hat in seinem eigenen Video sogar gesagt, dass er halt vor dem Video mit den Kindern spricht und nicht während des Videos. Er hat das sogar extra verneint, dass er den Kindern befiehlt, das und das zu sagen. Also keine Ahnung. Also das hat nicht Flakes gesagt. Das ist auch eine falsche Information. Das Ding ist, es ändert auch absolut nichts an meinem Punkt. Aber Kevin, wo du gerade schon so schön zum Thema Mobbing übergeleitet hast... Ich habe tatsächlich sogar Beweise, dass zumindest ein Kind, nachdem es mit Flakes aufgenommen hat, im Internet zumindest teils gemobbt wurde. In den Kommentaren wurden wir auch beleidigt. Ich wurde auch ganz oft in den Kommentaren halt beleidigt. Mhm. Mit dem, dem ich das aufgenommen habe. Und das war auch, worum es im Video geht. Diese Kinder wissen halt eben nicht, worauf sie sich hundertprozentig einlassen. Und diese Naivität missbraucht Flakes halt. Und das ist subjektiv jetzt. Und das ist das Ding, weshalb es sich jetzt auch eigentlich nicht lohnt, noch ein Video zu der Thematik zu machen. Ich könnte das machen und äh, es würde vielleicht auch Aufmerksamkeit bekommen oder so. Aber es lohnt sich nicht, ein Video zu machen. Allein aus dem Grund, dass TJ der subjektiven Ansicht ist, ey, es gehört sich nicht, mit Kindern Videos aufzunehmen, weil die könnten potenziell immer beleidigt werden. Egal mit, egal mit wem du da ein Video machst, wenn es Kinder sind, du darfst eigentlich, also im Prinzip ist Teachers Intention, du darfst mit Kindern keine Videos machen, weil die Kinder könnten immer beleidigt werden. Also du dürftest niemals mit dem Kind aufnehmen, weil das Kind immer beleidigt werden könnte. Und meine, meine Ansicht ist halt anders, ja, wenn das Kind sich freiwillig anbietet, ja, ähm, und, und jeder kann da anders denken. Ich habe auch gar kein Problem damit, dass TJ anders denkt. Aber er stellt jetzt so das Ganze hin, als wäre er stumm und sowas. Weil es ist halt einfach Quatsch. Ähm, meine Ansicht ist, das Kind das macht das freiwillig mit. Die Mutter muss auf das Kind aufpassen. Das ist der ihre Aufsichtspflicht sozusagen. Und wenn die Mutter nicht aufpasst, ja, dann, dann ist es so. Zumal das Kind auch keine schlimmen Sachen gemacht hat in diesem Video. Aber es ist, ist jetzt auch egal. So, und dann wird es gemobbt und dann geht die Mutter, aber halt auch einfach nicht zu Flakes, wo das Problem ist und, und sagt dann, ey, nimm bitte das Video offline, sondern geht einfach zu TJ, so was ich dann auch nicht verstehe. Aber wir haben hier un unterschiedliche Ansichten. TJ findet, man sollte nicht mit Kindern aufnehmen. Ich finde, wenn man schon mit Kindern aufnimmt, beziehungsweise wenn das schon freiwillig geschieht, dann muss man auch damit rechnen, dass es Kritik hagelt. Und ich meine, das Kind ist anonym. Man hört bloß die Stimme des Kindes. Es wird kein Name gesagt. Es wird... Kein Name gezeigt, es, es wird kein Bild gezeigt, es, es ist anonym, es, es steckt hinter einem, äh, einem Fake-Namen. Also, selbst wenn es, selbst wenn es Hate hakelt, wie soll es das Kind treffen, wenn das Kind im Prinzip hinter einer Wall versteckt also hinter einer Mauer versteckt ist? Ne? Und diese Kinder müssen dann teils leider danach Konsequenzen tragen, dass sie dann eben bei Flakes mitgespielt haben, in Folge von, wie in meinem Beispiel, vom leichten Mobbing. Den Kritikpunkt haben meine Zuschauer verstanden, den Kritikpunkt. Das ist doch immer im Internet so. Ey, sobald ein Kind, keine Ahnung, elf Jahre alt ist, zehn Jahre alt ist, zeigt sich im Internet, schreibt irgendwas, dann wird es gehatet, dann, dann ist es das Schlimmste. Ey, natürlich, man, man muss den Kindern vielleicht aber auch eventuell als Elternteil, ja, das würde ich vor allem auch jetzt in der jetzigen Zeit, ich bin ja selber Erzieher, äh, würde ich vor allem gerade äh, Medienkompetenzen beibringen, ja, wie es sich zu verhalten hat, was es zu machen hat, äh, wo es drauf achten muss und so. Das sind, das sind heutzutage, das sind das wichtige Erziehungsmaßnahmen, die, die, vom, äh, die vom Elternteil kommen sollten, ja. Also natürlich ist es so, dass wenn du sehr jung bist, ist die Gefahr da, dass du irgendwo gehatet wirst, selbst wenn du dich versteckst hinter einem Namen und, und man dich eigentlich gar nicht sieht. Und dann sollte man das aber vielleicht den Kindern so beibringen, dass, dass äh, entweder machst du gar nichts oder fühl dich nicht, Angegriffen, gehatet, man erkennt dich sowieso nicht und das Ding ist durch. Ja, was jetzt vielleicht nicht der richtige Schritt ist, das zu sagen, weil dann würde das Kind sich immer rausnehmen, irgendwelche Leute zu beleidigen und äh, selber dann straffällig zu werden. Aber das ist jetzt egal, ne? Ähm, keine Ahnung. Ja, ich sehe ich seh eher das Problem bei den Erziehungsberechtigten, äh, Tim sieht eher das Problem bei Flakes. Und das ist völlig in Ordnung. Und äh, es ist bloß problematisch, das als Fakt so darzustellen, dass ich ja jetzt. Deswegen äh, lost bin, weil ich den Punkt nicht verstehe. Bla bla bla. Ja, es ist halt einfach eine subjektive Ansicht. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht. Und Flex hat er sogar gesagt, dass er mit so einer Art von Content aufhört, aber scheinbar hast du diesen Kritikpunkt nicht verstanden, Kevin. Hä? Und jetzt, was spielt das für eine Rolle, ob ja, diese Kinder halt sind, die Stimme von den Kindern werden so... Hier habe ich noch geschrieben, beziehungsweise zeigen sie sich nicht und anhand der Stimme werden sie bestimmt nicht in real life gemobbt oder erkannt, ja. Oder so gepitcht, also man kann die eh nicht erkennen. Und erstens, nein, das ist wieder eine Fehlinformation. Die Stimmen werden nicht nachträglich noch gepitcht, das sind einfach die Originalstimmen, die ins Internet gestellt werden. Also ich weiß, ich weiß, nicht, ob er, ich weiß nicht, ob er das Video nicht angeguckt hat oder ob er gedacht hat, mein Video ist ein Podcast, aber ich, ich, ich schreibe es extra ja, ich, hab... ich, schreib, ich schreib's extra in mein Video noch rein, ja. Ich schreibe, die Stimme? Es, ich schreibe es hier extra sehr groß in meinem Video noch rein. Beziehungsweise, sie zeigen sich nicht und anhand der Stimme werden bestimmt nicht im Real Life gemobbt oder erkannt. Also ich schreibe es sogar extra rein. Und er sagt, das ist eine falsche Information. Aber ich habe es sogar hier extra noch reingeschrieben, weil es geht ja darum, erstens werden Stimmen unter anderem gepitcht. Ne? Bei Zeno wurde auch jemand gepitcht. Ähm, es, es werden teilweise Stimmen gepitcht und wenn sie nicht gepitcht werden, dann werden sie halt nicht gezeigt. Und dann kann man sie auch eigentlich nicht persönlich angreifen, ja. Und das habe ich hier reingeschrieben. Er ja, sagt, das ist eine falsche Information. Aber Wo ist jetzt die falsche Information? Jetzt, jetzt bin ich gespannt auf die falsche Information, ja? Die Stimmen werden nicht nachträglich noch gepitcht. Das sind einfach die Originalstimmen, die ins Internet gestellt werden. Habe ich geschrieben? Ja. Habe ich? Habe ich geschrieben? Habe ich reingeschrieben? So keine Ahnung. Also weiß nicht, ob er da nicht das Video angeguckt hat. Aber er hat es ja sogar geschnitten. Also er müsste es eigentlich gesehen haben. Und oh, naja, wie gerade erwähnt, spielt es eine riesige Rolle, wie alt die Kinder sind. Du kannst dich einen Sechsjährigen mit einem 20-Jährigen vergleichen. Ein Sechsjähriger weiß halt eben nicht, was für Konsequenzen seine Handlungen tragen. Ein 20-Jähriger sollte also. das schon wissen. Aber Kevin, falls du es immer noch nicht verstanden hast, ich lese dir mal ganz kurz gerne einen Kommentar unter meinem Video vor. Die Kinder sind komplett, aber sowas von komplett unschuldig in der Situation. In dem Alter kannst du das nicht miteinander verknüpfen und mögliche Folgen gar nicht bedenken. Das kann so gut wie kein Kind in dem Alter. Das ist schlicht und einfach eklig von diesem YouTube-Trottel und er nutzt die Naivität von kleinen Kindern schamlos aus. Nimmt billigend in Kauf, dass diese Kinder darunter irgendwie zu leiden haben. Sagt in seinem Video ja scheinbar auch kein einziges Wort dazu, dass man die Kinder in Ruhe lassen soll. Und das nur fiktiv ist. Er schreibt es ja im Gegenteil extra versteckt in die Beschreibung, statt es halbwegs transparent zu sagen oder einzublenden. Das ist völlig widerlich und die Kinder können da überhaupt gar nichts für. Auch, geil. auch, auch, auch ein sehr, eine sehr geile Sache. Man hat immer kritisiert, ey, gerade bei Leo Mascher, bei den Prank Pros und so weiter, ey, äh, ihr schreibt nicht in die Beschreibung, äh, dass es fake ist und sowas oder dass es, äh, dass es erfunden ist und dass es Schauspielerei ist und da, da, da. Wo, da wurde sich immer beschwert. Jetzt gibt es einen YouTuber, der schreibt extra in die, in die Beschreibung, dafür ist ja eine Beschreibung da, um noch mal was anzumerken. Er schreibt extra in die Beschreibung, ey, das ist eine fiktive Story, nichts von dem, was wir hier sagen, ist echt. Und jetzt wird er dafür kritisiert, dass er in die Beschreibung äh, das reinschreibt. Ja, und nicht extra nochmal im Video erwähnt, dass das Ganze fake ist. Ich meine, so jeder, jeder, der Flakes aktiv zuschaut, und ich denke, er hat ja seine aktive Community, die die checken, dass es Fake ist, die, die wissen, dass es eine fiktive Story ist, aber die fühlen sich halt einfach in diese Situation hineinversetzt und dann äh, merken die, dass es halt ein Rollenspiel ist, was Flakes da äh, raushaut. Also, keine Ahnung, so, ich weiß jetzt nicht, wo da der wo, Keine Ahnung, ich, das macht für mich nicht so viel Sinn. Also, natürlich macht das Sinn, so die Kinder, die teilweise sehr jung sind, die, die checken vielleicht noch nicht so viel. Aber wie gesagt, so, die sind halt auch komplett anonym. Ja, also die, die kannst du für nichts irgendwie belangen dran bekommen. Äh, erkannt werden sie auch nicht. Ich weiß es nicht, mal, Keine Ahnung. Right. Daraufhin geht es um die Mutter von dem neunjährigen Kind in meinem Beispiel. Und tatsächlich findet es Alpha Kevin sehr peinlich, dass die Mutter sich bei mir gemeldet hat. Kommen ja. wir zu der Geschichte mit dieser Mutter von diesem Kind, was da ausgenutzt wurde. Also diese Mutter hat sich allen Ernstes bei TJ gemeldet, um sich halt über Flakes zu beschweren, dass er ja dieses Kind ausnutzt. Erste Frage an der Stelle, wie peinlich kann eine Mutter bitte sein? Und natürlich ist es geradezu 100% subjektiv, ob man das peinlich findet oder stark findet oder was auch immer. Wie gesagt, wir, wir beziehen uns hier nur auf subjektive Punkte. Deswegen macht ein Video theoretisch keinen Sinn. Weil ich sage meine subjektive Meinung, er sagt seine subjektive Meinung. Und du kannst hier nicht faktisch sagen, es ist richtig oder es ist falsch. Deswegen Falschinformationen ist hier gerade schwierig überhaupt zu sagen. Falsche Recherche ist schwierig zu sagen. Es sind einfach nur unterschiedliche Ansichten, die wir haben. Deswegen, man würde sich halt im Kreis drehen, würde man jetzt einen Talk machen, man würde sich im Kreis drehen, wenn man jetzt Videos gegeneinander macht. Man würde sich so oder so im Kreis drehen. Ich kann seine Ansichten kann ich akzeptieren und verstehen und ich toleriere die auch. Er bei meinen Ansichten, die ich hier raushaue, sagt, das ist falsch. Was er nicht sagen kann, weil, wie gesagt, es ist komplett subjektiv. Ich persönlich finde es peinlich. Er stellt es oft so dar in seinem Video, zumindest merkt man das ja hier, hier: es ist falsch. Er, er versteht den Punkt nicht. Obwohl ich offensichtlich den Punkt verstehe, aber ich einfach eine andere Ansicht auf, diese, auf die Dinge habe. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es eher sehr stark finde von der Mutter, dass sie sich halt eben so um ihren Sohn kümmert. Und for real, ich finde es sehr, sehr strong, dass die Mutter sich halt eben so krass eingesetzt hat für ihren Sohn. Und tatsächlich waren das sogar zwei meiner Top-Kommentare unter meinem Video. So, gehen wir mal. Ich weiß nicht, wo ich da Props an die Mutter geben sollte. Also die Mutter passt nicht auf, was das Kind im Internet macht. Das ist doch jetzt nichts, wo man stolz drauf sein kann. Die Mutter geht, anstatt das Problem mit Flakes zu klären, wo das Video online ist. Geht sie nicht zu Flakes und schreibt, bitte, bitte entferne das Video, sondern geht zu TJ und sagt dann, ey, TJ, mach mal bitte ein Video gegen Flakes, damit Flakes das Video offline nimmt, damit du auch noch ihn öffentlich kritisieren kannst. So, anstatt erstmal direkt zum Problem zu gehen, geht sie auf eine, zu einer dritten Person, die das dann klären soll. Das ist wie, wenn du einen Nachbar hast, der Nachbar, der macht irgendwas, der hast du noch nie gesehen, der Nachbar macht irgendwas. Und dann gehst du nicht rüber und sagst, ey, äh, kannst du bitte die Musik leiser machen oder so? Sondern du rufst direkt die Polizei oder suchst irgendjemanden, der, der den mal äh, dort eine reindrücken soll. Also an, anstatt erstmal selber das Problem zu begehen oder, oder ähm, das, das Problem zu lösen, versuchst du es über eine andere Person. Ich finde ich einfach, das ist kein krasser Move. Ja, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt äh, sagen würde, ey, Props an die Mom. Und was genauso wenig Props an die Mom ist, ist folgendes: Die Mutter zeigt sich im Interview mit, mit TJ. Und durch das Zeigen der Mutter, ja, kann man jetzt rausbekommen, wer das Kind war, welches da peinliche Dinge im Video gemacht hat. Das heißt, man könnte jetzt theoretisch das Kind wirklich im Real Life mobben, weil man weiß, wer jetzt die Mutter ist. Also das ist für mich kein schlauer Move. Das ist für mich alles andere außer Props, weil jetzt kann das Kind halt identifiziert werden durch die Mutter. Das ist meine Ansicht der Dinge. ja Also ich für mich gibt es da keine Props, weil hier wurde offensichtlich nicht auf das Kind. Geachtet, was es halt auch im Internet macht, ne? Mal weiter. Danach streut Kevin nämlich mal weiter. Wie Press. gesagt, subjektiv. Und wie gesagt, ja. dieser Flakes hat mit dem gleichen. Warte, was? So, gehen wir mal weiter. Danach streut Kevin nämlich mal wieder Falschinformationen. Und wie gesagt, dieser Flakes hat mit dem gleichen Kind, by the way, ja einen Tag später sogar ein äh, Video aufgenommen und äh. dort hat er ihm ja Geld geschenkt ja, das stimmt. Kinks geschenkt im Wert von 50. Ah, er, er hat recht. Gut, dass das zweimal einblendet, damit das noch dümmer rüberkommt. Also im Prinzip macht ja Flakes <laughs> auch was. Also er belohnt ja wirklich die Kinder dafür. Stimmt halt immer noch nicht, dass er es getan hat. Und dann wirft mir Kevin Manipulation <laughs> vor. Und wie Flakes in seinem Statement auch schon gesagt ja. hat, konnte man relativ gut erkennen, dass TJ ziemlich manipulativ war. Denn er hatte dort die Fragen an dieses Kind so. So gestellt, dass das Kind diese Fragen fast nur mit Ja beantworten konnte. Und oh, naja, tatsächlich könnte man das denken, aber stimmt halt leider nicht. Ein junges Kind, welches dann sogar noch. Also, ich habe mir das Video angeguckt von TJ und es stimmt halt auf jeden Fall. Er hat eine Ja-Nein-Frage gestellt. Er hat gesagt: Ey, soll Flakes das Video offline nehmen? Dann sagt das Kind Ja. Oder so also in der Art, ne? Soll das Kind jetzt Nein sagen oder wie, nach dem, was die schon besprochen hatten? Okay, ich bin jetzt gespannt auf seine Argumentation. noch nervös ist, weil es halt in so einer Interviewsituation ist, argumentiert und redet nicht sehr stringent, sage ich mal. Bedeutet, der Junge hat von sich aus gesagt, dass er möchte, dass das Video offline kommt und hat auch von sich aus gesagt, dass sie am Ende halt eben ausrasten sollten, wenn's Flake seine Skins zeigt. Das hat das Kind von sich aus erzählt, nachdem ich einfach nur gefragt habe, was denn vorgefallen sei. Problem an der ganzen Situation ist, dass das Kind halt über Minuten erzählt, bedeutet immer wieder abgeschwiffen, immer mal wieder hier noch ein Nebensatz, da ein Nebensatz rein. Bedeutet diese Aussage, dass das Kind halt möchte, dass das Video offline geht, plus dass sie am Ende ausrasten sollten, beide Aussagen waren halt wirklich minutenlang und ich wusste ja im Vorfeld schon, dass ich dieses Interview für ein Video benutze. Und wir wissen beide einfach, Kevin, dass eine minutenlange Aussage, wo einfach nur der Inhalt ist, ja, ich will, dass das Video offline geht dass es nicht so perfekt fürs Video ist, sage ich mal. Deswegen habe ich nach der Aussage des Kindes einfach nochmal nachgefragt und die Antwort vom Kind reingeschnitten. So Hä? Also TJ will mir jetzt sagen, Alpha Kevin ist eine falsche Information, dass es eine manipulative Frage war, weil ich habe mit dem Kind da privat gesprochen, aber dieses dies private Gespräch habe ich nicht mit reingeschnitten, ich habe bloß diese manipulative Frage reingeschnitten. Wie soll ich denn das wissen? Ich bin doch auch nur Konsument von deinem Video. Ich weiß doch nicht, was du noch privat mit dem Kind besprochen hast, was du aber nicht ins Video einbaust. Du musst doch... So, guck mal. Das Ding ist, wenn es jetzt eine Falschaussage von mir wäre, dann hättest du dieses einminütige Gespräch nochmal mit, einge mit eingeblendet und dann wäre es eine Falschaussage gewesen, weil dann hätte das Kind von alleine das beantwortet. Aber so ist ja trotzdem bloß die manipulative Frage der, der Fall gewesen und da habe ich doch recht gehabt. Er selber hat ja auch gerade gesagt, oder er wird auch noch sagen, glaube ich, dass es schon manipulativ ist, ähm, weil es eine Ja-Nein-Aussage ist. Also ich habe doch recht mit meinem. Also da in dem Punkt ne, sehe ich keinen Fehler bei mir, weil woher soll ich wissen, wie sein Rohmaterial ist, wenn er einfach so, wenn er einfach so Parts einfach ausschneidet? die ich nicht wissen kann. Ich kann doch nicht wissen, dass er im Hintergrund mit dem Kind gesprochen hat und das, und das Kind gesagt hat äh, von sich selbst, außer äh, ich möchte das Video offline haben. Ich sehe doch auch bloß das, was jeder Konsument sieht, und zwar die Frage, äh, möchtest du das Video offline haben? Das Kind sagt ja. Das ist eine manipulative Frage und deswegen bleibe ich bei meinem Punkt. Ja, es ist manipulativ. Ja, also es ist doch keine Falschaussage. Keine Wirklich keine Ahnung. Dann kann ich ja auch jetzt immer Videos machen. Im Hintergrund rede ich ganz viel, schneide aber immer bloß ein paar Parts rein. Dann kritisiert mich TJ aufgrund von Dingen mit Manipulation und so. Und dann sage ich, na ja, aber ich habe doch mit dem noch privat noch ein paar Sachen besprochen. Aber ich fand das nicht relevant für mein Video, das reinzunehmen. Aber ich habe das privat geklärt. Also, ist deine, also deine, deine Kritik ist eine Falschaussage. Macht keinen Sinn. Ja, das macht wirklich keinen Sinn dass halt kurz und knackig einfach alles rüberkommt. Hier sehe ich zwar auch einen kleinen Fehler von mir, ich hätte das noch irgendwie reinschreiben können, dass das Kind von sich aus gesagt habe und nicht nur mit meiner Frage, aber wollte ich nur im Vorfeld sagen, da habe ich gar nichts manipuliert, das Kind hat es von sich aus gesagt, nur ich wollte es halt knackig haben. Aber wie schon gesagt, Kindern eine Ja-Nein-Frage zu stellen, ist nicht die smarteste Idee, sicher auch ein Fehler bei mir auf jeden Fall, aber da war nichts manipuliert oder sowas. Aber dann geht... Also das, das Ding ist, bei mir ist es immer eine Falschaussage und eine Fehlinformation so richtig fett gedruckt und bei Ihnen so ja es ist nicht ein kleiner Fehler ein, aber ansonsten ja nee es ist, ist keine Falschaussage es ist es ist keine keine wirkliche Manipulation gewesen und so also im Prinzip hat er selber äh, mich bestätigt mit diesem Manipulationsding hat aber dann gesagt ja dass ich eine Falschaussage gemacht habe und äh, dass er halt so ein bisschen was einzieht ja also er, er stellt die Dinge immer in meinen Augen so ein bisschen schlimmer da bei mir und bei bei sich ist es so ja ist so ja so, so ein kleines ein kleines Makel ja ich meine, ich habe damit kein Problem, aber es ist halt immer lustig so zu sehen, wenn du es einmal so siehst, die, die Verhältnisse. Bei TJ ist es immer so ein, so ein kleines Ding und bei anderen, ja, es ist eine Falschung, es so ist eine Fehlinformation. Lüchtig. Jetzt wieder weiter. Ach, aber jetzt kommt ja das Beste an der ganzen Geschichte. Und zwar, dachte sich jetzt TJ, Alter, ich nehme jetzt diesen Flakes komplett hops und ich decke jetzt einen Fake auf. Oh naja, Kevin, du zeigst dann nach Minutenlang irgendwelche Szenen von mir, wo ich angeblich irgendeinen Fake von Flakes aufdecken möchte. Aber es geht um ein ganz anderes Thema. Sondern es geht in dem Part, den ich einblende, halt eben darum, dass ich zeige, dass die Zuschauer von Flakes halt eben nicht verstehen, dass die Videos von Flakes geschauspielert sind. Und nein, Flakes. Ja. Flakes deine ZuschauerInnen weil nicht, dass das alles Fake-Content ist und alles gestellt ist. Und das ja. will ich jetzt auch beweisen. Hm, meine jetzt mit, ich will beweisen, dass deine Zuschauer nicht verstehen, dass deine Videos geschauspielert sind, jetzt. Dass er beweisen möchte, dass seine Zuschauer nicht verstehen, dass seine Videos geschauspielert sind? Oder will TJ jetzt im folgenden Part ein Fake aufdecken? Ich weiß es nicht, was könnte er nur meinen? Für uns Erwachsene ist es so unendlich offensichtlich, dass das Ganze gescriptet ist. Müssen wir nicht drüber reden. Das war ja. obviously, natürlich. Nur eben die Zuschauer von Flakes, wo ich auch bewiesen habe, dass sie teilweise jetzt acht Jahre alt sind, verstehen das halt eben nicht. Und das wollte ich mit dem Part beweisen. Und habe ich sogar bewiesen. Und nochmal zu dem Punkt, dass die Zuschauerinnen nicht rallen, dass das Fake-Content ist. Es gibt Real Talk hunderte Kommentare unter diesem Video, die halt sagen: Ey, Flakes, das ist nicht die echte Zeno. Lass dich nicht verarschen. Hallo. oh, das ist auch so lost, ne? Er hat ja auch. Weißt du, bei mir sagt er, er hat das nicht reingeschnitten und sowas. stand ja gerade links unten da. Aber bei mir schreibt er nicht rein oder, oder schneidet er den Part nicht rein, wo sogar extra Flakes gesagt hat: Ey, Kinder, ist das die echte Seino? Also, der hat danach gefragt, ob es die echte Seino ist. Die Kinder wissen auch, dass es ein Rollenspiel ist. Natürlich ist es nicht, ist nicht echt so, aber er möchte es natürlich echt rüberbringen, ist ja ganz klar. Und dann fragt er, das ist eine Interaktion mit dem Chat, fragt er den Chat, ist das die echte Zeno? Natürlich schreiben die Leute jetzt rein, das ist nicht Zeno, das ist nicht Zeno. Die haben das nicht von sich aus einfach so reingeschrieben, weil die jetzt denken, dass es real ist, sondern weil Flakes denen eine Frage gestellt hat und die Kinder dann darauf geantwortet haben. Das hat Flakes, by the way, in seinem eigenen Video sogar aufgezeigt, dass er sogar extra Fragen gestellt hat für den Chat. Weil der selber auch der Meinung war, ey, das ist doch nicht die echte Zeno. Ist das die echte Seino? Schreibt mal bitte rein, ob es die echte Seino ist. Und dann schreiben alle natürlich, das ist nicht Seino. Er, also er, er stellt es jetzt aber so hin, dass die Kinder nicht wissen, dass das Fake ist, und dass sie jetzt einfach so ohne, ohne nichts einfach reinschreiben, ey, das ist nicht Seino, ist nicht Seino, einfach nur um den Punkt zu bestärken, dass die, dass sie auf den Fake reinfallen oder so, oder? oder dass sie, dass die denken, das ist alles real. Bro. Manche, die, manche mögen halt Rollenspiele und die versetzen sich halt dann in die Lage und äh, schreiben dann halt rein, dass es äh, was Faß ist, ja. Ich weiß nicht. Also ich se da sehe ich auch nicht den, den Fehler bei, bei Flakes. Ich meine, der schreibt schon in die Beschreibung, schreibt der extra rein. Das ist eine fiktive Story, das ist ausgedacht. In dem Video wird ganz klar klar, dass es ausgedacht ist. Klar, Kinder checken das nicht immer, aber er macht jetzt auch keinen unfreundlichen Content. Also, ich würde das jetzt verstehen. Ich würde jetzt den Kritikpunkt bei TJ verstehen, wenn der jetzt Videos macht, wo der Leute abschlachtet, wo der, wo der irgendwelche äh, Inhalte ab 18 hochlädt oder irg über irgendwelche Themen spricht, die nicht für Kinder geeignet sind. Aber Flakes macht halt keinen kein Erwachsenen-Content, der macht halt Kinder-Content, der extra für Kinder gemacht ist, wo Kinder interagieren können. So, deswegen verstehe ich den Punkt von TJ nicht. So, so warum, muss, warum muss Flakes, also, Warum ist das ein Problem, dass die Kinder hier mitspielen? Das ist ja jetzt nichts, wo er, wo er jetzt Inhalte zeigt, die, die nicht für Kinder geeignet sind. Das verstehe ich nicht ganz. Wirklich, Real Talk Hunderte. Also, man sieht hier sehr gut, dass kaum eine ZuschauerInnen rallt, dass das hier halt eben alles nur gespielt ist. Und ja, aber was soll denn die reinschreiben, dass es fake ist? Also, ihr erwartet jetzt, dass, dass jemand reinschreibt, ey, das ist fake? Da ja, schreiben, dass, dass die Zuschauer von Flakes nicht rein, dass es fake ist. Weil die ja wissen, die wissen ja, dass der ein Rollenspiel macht über ganz, ganz viele Folgen. Und das versteht TJ nicht. Und das habe ich in meinem Video sogar selber gesagt. Du verstehst den Zusammenhang nicht. Du verstehst nicht, dass es alles Folgen sind, alles eine Videoreihe ist, was auf fiktiven Handlungen basiert. Das erst erste Folge kommt, die, dann die zweite Folge, ne? Das baut sich alles auf. Das ist wie bei Berlin Tag und Nacht zum Beispiel. Da wird auch nicht gesagt, dass es Fake ist. Aber es geht immer weiter und immer weiter. Und das ist bei Flakes genau das gleiche. Nur, dass Flakes jetzt in dem Video noch sagen muss, dass es fake ist. Der muss bestimmt noch einen Kommentar anpinnen, dass es fake ist. Damit auch das kleinste Kind rafft, dass es fake ist. Wobei, selbst dann raffen die Kinder nicht, dass es fake ist. Ich weiß nicht, was jetzt hier der Kritikpunkt von TJ ist. Ähm, da, da, da Flakes irgendwie... Was, keine Ahnung, irgendwas anzuzetteln, ich Nichts weiß nicht. anderes ging es in diesem Punkt. Ey Kevin, das ist so unfassbar schlecht von der Recherchie ich, ich Nein, du hast dann, ja, er blendet es halt nicht ein, äh, TJ hat dann extra noch, extra noch ein Video aufgezeigt, dass es nicht die echte Zeno ist und sowas. Und hat dann aber gesagt, ey, das ist nicht Zeno und äh, die Kinder raffen aber nicht, dass es, äh, dass es nicht Zeno ist oder dass es Zeno ist. Die, die checken das nicht und dann schreiben die in die Kommentare, äh, ja, das ist nicht Zeno, das ist nicht Zeno. Also man merkt, oder die merken dann halt einfach nicht, dass es, dass es hier um ein Fake-Video handelt. So, darum ging es mir. Dar es ging mir darum, dass äh, TJ extra nochmal aufzeigt, dass es ja nicht Zeno ist und dass die Zuschauer äh, so denken, dass es alles real wäre und keine Ahnung, es ist so, so richtig verwirrtes Zeug, was, was auch keinen Sinn macht. Dann hätte er doch bloß... Das Einblenden. Da hätte er, da hätte er den, den Punkt gar nicht mit reinbringen müssen. Ja? Versteh ich verstehe es nicht. Also, ich habe auch wirklich probiert, mich hier nicht reinversetzen. Was habe ich da vielleicht, was habe ich da vielleicht falsch gemacht mit der Kommunikation, dass man also, Ich weiß nicht, falls du das Video hier siehst, das äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber es ist auch sehr, sehr viel Subjektives hier am Start. Aber den Punkt, den verstehe ich auch auf der Seite nicht ganz. Irgendwas, was ich verstehe bei dem Part oder so, aber ich verstehe es nicht. Das ist so obviously, ich habe ein paar Freunde auch den Part gezeigt, so, die meinten, na, danach habe ich die halt gefragt, so, "Jo, um was geht's in diesem Video?" Und die haben halt alle gesagt, "Ja, du willst halt beweisen, dass seine Fans halt nicht wissen, dass die Videos geschauspielt sind." Das hat letzt jeder gesagt, aber irgendwie ist das Ja, ist doch klar. Also, das ist das ist überhaupt ein Punkt in einem Video heutzutage ist ist schon ziemlich cool. also, verstehe ich nicht ganz. Nicht verstanden. Und ich ich habe mich wirklich gefragt, wie wie konnte man das nicht verstehen? Ich habe es wirklich getried... <laughs> Aber ich finde darauf leider keine Antwort Ich ja, blende sogar noch Ausschnitte egal. ein, wo ich wirklich sage, jetzt geht es darum, um zu beweisen, dass wir den Zuschauer nicht verstehen, dass Flakes Fake-Content macht. Ja, aber die Beweise waren, dass die Leute reingeschrieben haben, ey, das ist gar nicht seno In dem Video, wo Flakes fragt, ist das Zeno, ist das nicht Zeno, bei, meiner, bei einem Interaktionsspiel. Es macht, auf, es macht aber auch auf TJs Seite auch einfach keinen Sinn. Der ganze Punkt macht auch nicht viel Sinn. Warum willst du irgendwas beweisen, wenn es doch klar ist, dass es erstmal eine fiktive Story ist? Steht ja auch in der Beschreibung. Und das ist ein Interaktionsspiel. Ja, keine Ahnung, ey, Wirklich, also der Punkt, der macht gar keinen... Also, der macht auch in meinen Augen keinen Sinn. Ja? Also auch von TJs Seite aus. Und Mindflakes, seine ZuschauerInnen, reihen nicht, dass das alles Fake-Content ist. und alles. Erstellt. Also, er, also er, so, er stellt es jetzt gerade ein bisschen schlimmer dar, als es eigentlich ist. Ne? Und das werde ich jetzt auch beweisen. Also mit dem Hintergedanken, dass er jetzt gerade mies reinscheißt, ist das schon ziemlich ja. lustig. Ich weiß nicht, was Kevin dabei geritten hat, dass er das nicht versteht. I don't know. Du kannst mir eine Nachricht senden, äh, wie man diesen Part missverstehen konnte. ich, ich weiß es wirklich nicht. So, aber gehen wir mal wieder weiter. Äh, dann äh, ist ja auch nicht. Also darüber brauche ich jetzt keine Sprachnachrichten machen. Dann guck dir einfach die Reaction an, dann siehst du ja äh, meinen Punkt. Danach ging es um meinen Kommentar. Ich habe einen Kommentar geschrieben, in oh, dem jetzt. ich halt sage, dass ich halt cool finde, dass er jetzt sein Content umstellen möchte, nachdem ich ihn dafür kritisiert habe. Sage aber auch, dass ein paar falsche Sachen im Video behauptet wurden, die halt nicht stimmen. Aber anstatt auf Flex. Nein, das ist nicht nur der Kommentar. Also pass auf. Ich erzähle euch jetzt mal, wie der Kommentar für mich rüberkommt. Ne? Also erstmal steht hier, erstmal cool, dass du noch ein Statement gemacht hast. Ist was Positives, ja finde ich, find ich nicht verkehrt. Mit einigen Punkten stimme ich zwar nicht so überein, wie du sie wiedergegeben hast, bloß ein paar faktisch falsche Sachen hast du hier auch im Video drin, aber ist mir for real sehr egal. Ich finde es einfach sehr gut, dass du dir ein paar Gedanken über deinen Content machst und die dementsprechend auch ein bisschen umstellst. Falls du noch über was quatschen willst, äh, slide gerne meine, meine Insta-DMs. Das kommt so rüber wie, du machst Fehler, du sollst dich ändern, ich mache Fehler, aber ich ändere mich nicht, weil mir ist es for real sehr egal. So kommt das für mich rüber. Ja, weil Flakes hatte aufgezeigt, dass TJ auch Falschinformationen in seinem Video hatte. Nicht schon allein, dass mit dem Missbrauch, waren ja, waren ja mehrere Informationen drin, die, die nicht richtig waren. Und er schreibt so: Ja, gut, dass du dich änderst. Nö, ich ändere mich nicht. Ich entschuldige mich auch nicht. So, dieses, die, dieser, dieser Kommentar ist für mich so ein Kommentar mit: Ich sehe die Kritik von dir zu mir nicht ein. Aber schön, dass du das bei mir machst, sozusagen. Also, also schön, dass du die Kritik aber einziehst. Und das finde ich ein bisschen schwach. So, dann sag doch Entschuldigung, dass ich einige Punkte einfach äh, falsch aufgegriffen habe oder Entschuldigung, dass ich, äh, dass ich den Titel so gewählt habe. Ich, ich ändere das und fertig ist. Aber schreib doch nicht noch, ey, du hast mal faktisch falsche Dinge drin, ohne zu beschreiben. Wo, wo ist denn jetzt ein faktisch falscher Punkt? So, so, sag doch, wo, wo, wo er wieder Fehler gemacht hat, wo faktisch falsche Punkte sind. Und sag nicht, ja, es ist faktisch falsch. Da kann ich jetzt in dem Video, ich könnte jetzt auch einfach das Video 15 Minuten lang abspielen lassen, das hier, und dann sagen: Ja, also es waren faktisch äh, falsche Dinge gesagt, viele Fehlinformationen, Falschaussagen, aber äh, schön, dass du Kritik einziehst. Wo, ich, wo man sich dann so denkt: Ja, was ist denn da jetzt der Fehler? Wo, wo, ist, denn jetzt der, wo ist denn jetzt die Kritik? Verstehe ich nicht. Und genauso verstehe ich diesen Kommentar nicht. So, das ist, äh, für mich hat das den Beigeschmack, dass er die Kritik nicht einzieht. Oder dass er wenn es um ihn geht, was Kritik angeht, dass, dass er da drauf nicht eingeht und darauf vielleicht auch nicht klarkommt. Ich weiß nicht, aber so kommt das halt rüber. Und deswegen fand ich den Kommentar relativ unangenehm. Kritisiert habe. Sage aber auch, dass ein paar falsche Sachen im Video behauptet wurden, die halt nicht stimmen. Aber anstatt auf Flex einzudreschen und zu sagen, da ist was falsch, da ist was falsch, hier ist die Unwelt gesagt oder sich zu entschuldigen, was auch okay wäre, ja, gerade in dem Titel und Thumbnail im, im Zusammenhang, äh, das wäre auch cool. Hätte man auch machen können, ja. Ich es ist einfach appreciated, dass Flake sich halt eben verbessern möchte, weil ich möchte jemanden der sich verbessern möchte, nicht noch mit einem weiteren Video <laughs> oder mit einem langen Kommentar bestrafen. Uh. Ich habe es einfach bei seiner Entschuldigung belassen. Ich habe es einfach bei seinem Video belassen und für mich war die Sache geklärt. Das heißt, er muss sich entschuldigen, aber ein DJ darf sich nicht entschuldigen oder kann sich nicht entschuldigen, obwohl er auch Fehler gemacht hat, was man ja hier gerade auch mit erkennen konnte. Es war mir for real einfach egal, dass ein paar Unheiten ja. in seinem Video waren. Ich stand einfach drüber und dachte mir, ey, wenn er sich bessern möchte, ja, aber muss mach ich das gerne kaufe, ja. dass jetzt auch ein paar Sachen über mich laufen werden, die nicht ganz stimmen. Kam ich mit klar einfach. Und ich hatte auch so verstanden, dass zwischen Flakes und mir jetzt auch alles cool ist. Also er hat meinen Kommentar auch geliked, auch mit dem Herzchen markiert, hat meinen Kommentar angepinnt. Und hat mir auch nichts weiteres mehr auf Instagram geschrieben. Also, zwischen Flakes und mir scheint alles cool zu sein, aber irgendwie ist bei Kevin nicht alles cool. Weil nachdem er meinen Kommentar gelesen hat, haut er das hier raus. Junge, what the fuck? Anstatt sich einfach bei ihm zu entschuldigen für die Fehlinformationen, sagt er: Ja, nö, nee, die Punkte sind nicht so. Ist mir aber auch einfach scheißegal, ne? Schön, dass du dir Gedanken über dein Content gemacht hast. Hä? Also, den Punkt mit dem Titel sehe ich vollkommen ein. Und auch der Punkt, dass ich eben nicht zu 100% bei diesem einen speziellen Kind wusste, ob Flakes, wie in den Beispielen davor vorher, auch, vorgesagt hat, was das Kind eben sagen soll, sehe ich ein. Vollkommen okay. Und für diese beiden Punkte entschuldige ich mich auch gerne bei dir. Ja, das ist, das ist vollkommen fein. Und, und, das, und das fehlt mir in diesem Kommentar. Also das fehlt mir wirklich in dem Kommentar. Dann sagt von mir aus, er hat falsche Informationen drin, aber er entschuldigt sich auch noch für, für die Dinge und, und möchte die gerade rücken. Aber so wird halt in dem Kommentar geschrieben, ey, ist mir for real einfach scheißegal. Oder ey, du hast Aussagen falsch rübergebracht, falsche Aussagen und auch faktisch falsche Aussagen gemacht. Ist mir aber for real auch einfach sehr egal. Schön, dass du dich besser wirst. Und nicht so, ey, es tut mir leid, ich habe auch Fehler gemacht, ja. Es kommt so rüber wie, ey, ich bin, ich bin der König, ja, und äh, du hast das zu machen. Wenn du es nicht machst, dann muss ich dich bestrafen mit noch einer Strafe und mach noch ein Video dazu, ne? Und er darf aber den König sozusagen nicht kritisieren. Weil es äh, ist ja Majestätsbeleidigung an der Stelle, ne? auch wenn du gar keine Entschuldigung wolltest, aber trotzdem, Entschuldigung. Ich und nein, ich habe kein persönliches, also das kommt wieder so rüber, als hätte ich jetzt ein Problem mit TJ. Mit ich habe kein Problem mit TJ. Ich habe sein Video zu, zu KuchenTV angeguckt und habe ihn auch persönlich sogar noch danach geschrieben, dass es ein gutes Video war. Ja? Er hat ein gutes Video rausgehauen zu KuchenDV. und es ist nicht so, dass ich jedes Video von ihm scheiße finde oder so, nur manchmal ist die Art und Weise, wie er Dinge rüberbringt oder wie er mit Kritik umgeht, ist nicht ganz verständlich in meinen Augen. Ja? Weil es dann immer so rüberkommt wie, ja... Er hat recht, der Rest hat nicht recht. Ja. Und es, es gibt kein Wenn und Aber bei der, bei der ganzen Thematik. Und, und die, die Zuschauer haben das genauso adaptiert, by the way. Was klar ist, ey, bei, das ist immer so. Wenn du ein Video zu jemandem machst, dann sind die Leute erstmal auf deiner Seite. Wenn jemand ein Video dann zu einem selber macht, dann sind die Leute auf seiner Seite. Und dann geht das immer hin und her. Also würde ich jetzt noch ein Video bringen, wären dann die Leute wieder vielleicht auf meiner Seite, weil die meine Ansicht wieder kennen würden. Aber wie gesagt, das ist halt komplett subjektiv. Äh, Wer die Ansichten hat von TJ, der ist auf TJs Seite. Wer die Ansichten von mir hat, ist auf meiner Seite. Und alles ist gut. Deswegen keine Ahnung. Es bringt jetzt auch nichts, da jetzt noch ein großes Fass aufzumachen, denke ich jetzt einfach mal. Wieder was dazugelernt. Aber ansonsten, was Kevin mir hier vorwirft, geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Also, da ist so viel Fehlinformation drin in seinem Video. Das stimmt halt nicht. Ich ne? hab, ich also, ich, ich habe eine Fehlinformation, das war das mit dem Kind. Das war das mit dem Kind, das, äh, das das Kind 50 Euro dann bekommen hat. Das stimmt nicht. Das ist eine Fehlinformation gewesen. Der Rest ist alles subjektiv. Oder ich habe sogar noch einen Textform in meinem Video eingebaut, wo er dann sagt, es ist eine Fehlinformation. Also, ich habe eine einzige Fehlinformation in meinem Video drin gehabt. Eine einzige. Und deswegen ist mein ganzes Video voller Fehlinformationen. Schade, dass es so rüberkommt und schade, dass die Leute das exakt so sehen. Ähm. Ich, ich hoffe, nach der Reaction wird das vielleicht dem einen oder anderen nochmal klar, dass es halt auch noch, eine andere, noch einen anderen Blickwinkel auf die ganze Situation gibt. Ne? Ich rate ich rat das nicht. So, die Flex-Thematik ist jetzt vorbei. Und jetzt gehen wir mal ganz gut rüber zur Max-Emre-Thematik. Weil dort wirft mir Alpha-Kevin vor. Dass ich in dem Video erfundene Sachen drin hätte. Lustigerweise hat Tim Jacken mhm. ja auch ein Video gemacht, wo er behauptet hatte, dass dieser Max Emre höchstwahrscheinlich eine Krankheit vortäuscht und er damit halt die Leute abziehen möchte, obwohl das Ganze nicht gestimmt hat. Also man konnte dort auch merken, dass diese ganze Story scheinbar erfunden wurde. Hm, komisch. Mir sagen drei Quellen unabhängig voneinander dasselbe, aber ich habe mir die Sachen ausgedacht? Kevin, warum sollte ich das tun? Ja, ich habe keine screen von davon, wie Max Emre das so sagt. Aber selbst nachdem ich meine ja. Quellen berichtet habe, an der Stelle Entschuldigung, das möchte ich jetzt an der Stelle auch mal sagen, Entschuldigung dafür, das war einfach, es war auch falsch formuliert. Ja, das, das, war, das war schlecht formuliert. Ich würde nicht sagen, er hat sich das ausgedacht. Er hat einfach ohne Quellen, ohne Belege irgendwas behauptet, was man nicht nachvollziehen kann. So, weil erstmal, er sagt in dem Video nicht, dass es drei unterschiedliche Quellen gibt. Glaube ich zumindest, hat er es nicht, ich glaube, er hat es nicht gesagt, dass es drei unterschiedliche Quellen gibt, die genau das gleiche behaupten. So, was aber auch gar keine Rolle spielt, weil wenn er keine Beweise hat, wenn er keinen Chatverlauf irgendwo zeigen kann oder sich irgend, also an irgendwas greifen kann, kann er nicht einfach einen anonymen Menschen sagen äh, oder eine, eine anonyme Nachricht einfach einblenden und sagen, ey, das ist höchstwahrscheinlich wahr, dass Max Emre eine schwere Krankheit vorgetäuscht hat. Was ich mir vorstellen kann bei Max Emre, aber was einfach nicht belegbar ist. Das ist wie wenn ich jetzt einfach sage, in einem Video, ähm... Keine Ahnung, ich, ich, ich nenne jetzt einfach euch, ja, die, die das Video angucken. Ne? Ich, ich sag zu euch, pass mal auf, komm mal auf Discord und sag mal bitte, weil Max Emre, der wirklich, der macht gute Klicks und, äh, und da kann man ein neues Video dazu machen. Sag mal bitte, äh, dass du äh, von ihm sozusagen angeschrieben wurdest und dass er eine schwere Krankheit vortäuscht. Sag das mal bitte. So, dann sagt er das, du nimmst das auf und dann sagst du, eine anonyme Quelle hat mir das gesagt, ja, und ich gehe mal davon aus, dass es so stimmt. Ganz äh, versprechen kann ich nicht, aber so hätte ich dann eine neue Story, weil so, so, so können halt Gerüchte entstehen. Durch solche Sachen, selbst wenn das zwei oder drei Leute sagen, können einfach Gerüchte entstehen. Und stell dir vor, Max Semra hat das nicht gemacht und du lässt das als Fakt so dastehen in deinem Video dann ist das Rufmord, dann 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 ist das im Prinzip auch eine Straftat, weil du kannst hier nichts beweisen, du kannst nichts belegen und äh, deswegen ist das schwierig in einem Video das zu sagen. Leute reagieren dann auf das Video. Ich fand das Video am Anfang von TJ okay, dann fand ich es irgendwie ein bisschen weird wegen dieser anonymen Quelle und aufgrund dessen hat halt äh, durch die Reaction hat dann Max einfach gesagt, ey, ich strike deinen Kanal, wenn du das wenn du das Video nicht offline nimmst zu Kuron TV genau das gleiche zu jedem, der auf das Video reagiert hat. So, das heißt, im Prinzip muss dann jeder leiden. Weil TJ eine ne Quelle, eine ne nicht vorhandene Quelle einblendet, ja. Das finde ich halt recherchetechnisch oder journalistisch, ja, wie er das auch gern manchmal sagt, finde ich das extrem, extrem bedenklich, ja. Weil so geht die Bildzeitung teilweise auch vor, die fragen irgendwelche Leute, stellen sie als, stellen sie als Fakten dar, obwohl es irgendwelche anonymen Personen sind. Und das ist halt nicht der Sinn und Zweck, wie man in einem Video oder wie man das Video gestalten sollte. Weil ich könnte jetzt auch irgendjemand sagen: Ey, hier, sag mal bitte das in meinem Video, damit ich eine neue Story habe. Ey, das könnte, by the way, übrigens vielleicht vor Gericht gehen. Bist du dir 100% sicher, dass Max das gesagt hat? Haben alle drei Quellen gesagt: Ja, das hat er so gemacht und ja. stehen voll und ganz weiter hinter ihren Aussagen. Das, das kann ja sein! Aber wir haben keine Belege, gar nichts. Sie wird einfach so behauptet. Ähnlich wie bei Karina gegen Abu Red. Karina hatte keinerlei Beweise, dass das, was sie erzählt hat, wirklich so passiert ist. Aber komischerweise hat sie gegen Red vor Gericht gewonnen. Das, das, das spielt hierbei aber absolut keine Rolle. Du kannst nicht die Thematik mit, mit, der The mit der anderen Thematik vergleichen. Das sind ganz andere Fälle. Komisch. Und dann droppt Kevin allen Ernstes noch das hier. Weil bei Abu Red und der Karina Thematik entstanden in Videos Widersprüche. Bei Max Emre habe ich noch nichts erfahren. Bei Max Emre habe ich keinen Widerspruch erfahren, dass Max Emre irgendwas äh, anderes behauptet hat, als es eigentlich war. Das heißt, du kannst es nicht vergleichen. Es ist eine ganz andere Situation. Also, es kommt jetzt nicht das erste Mal bei Kijé vor, dass er sich irgendwelche Sachen ausgedacht hat und das dann später als Fakt dargestellt hat. Da muss ich an der Stelle sagen, möchte ich mich auch entschuldigen. Ähm, ich kann, ich kann gerade absolut nichts zeigen, ne, dass er das irgendwo nochmal gemacht hat oder es schon mal gemacht hat. Deswegen an der Stelle auch Entschuldigung. Das war auf jeden Fall lost von mir. Äh, keine Ahnung, warum ich es eingeblendet habe. Musste muss nicht sein. War, war halt einfach nur provokant. Ja, an der Stelle auch, sorry, das äh, muss ja doch nicht sein. Ja. What the fuck. Äh, Kevin, das ist eine sehr, sehr krasse Behauptung. Hast du irgendwelche Beweise dafür? Ach, hast du nicht? Mhm. Okay, ciao. Finde ich schwierig und ich hoffe, dass Alpha Kevin in Zukunft weniger von sich und seinen angeblich krass recherchierten Videos überzeugt ist. Ja, also an der Stelle, wie gesagt, wir haben es privat schon besprochen. Ich hoffe, ihr seht nochmal einen... Vielleicht einen anderen Blickwinkel auf die Situation, wie ich das empfinde und ich finde auch nicht, weil, weil hier hier wird das dann so, so geschrieben oder viele in den Kommentaren haben so geschrieben, ey, hier ich dachte gerade, dass wäre ein Video. Ach so, nee, äh, die, viele haben so geschrieben, ey, ich war äh, ich habe Alpha Kevin's Video gesehen, dachte, der hat da voll recht und jetzt hast du aber gezeigt, dass er voll das Opfer ist und dass er voll falsch lag und so. Einige Kommentare kamen dann so, na naja, also Alpha Kevin wirklich äh, deine Recherche in letzter Zeit ganz ganz schlecht, wirklich ganz ganz schlecht und äh Deswegen deabonniere ich dich, die Kanalmitgliedschaft beende ich und so. Und äh, kann ich nicht dahinter stehen und sowas. Und ich denke mir so, wenn du jetzt meine Sicht von, von diesem, von dem Thema sehen würdest, würdest du vielleicht auch nochmal ähm, dahinter steigen und würdest vielleicht nicht sowas direkt behaupten. Weil wie gesagt, es waren zwei Falschaussagen in meinem Video drin. Jetzt nochmal zum Schluss mit diesem, äh, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass TJ das macht. Das ist eine Falschaussage, weil ich weiß gerade absolut nicht, ob das äh, schon mal so vorkam. Weil, äh, ja, war, war los von mir, muss ich an der Stelle sagen. Und halt die Thematik mit diesen 50 Euro, die das Kind bekommen hat. Aber es war eigentlich ein anderes Kind, was ich ja vertauscht habe. Das waren zwei Falschaussagen. Der Rest ist subjektiv oder, eine falsch, oder, oder eine falsch rübergebracht von TJ. Ne? Aber wie gesagt, da dreht man sich halt im Kreis. Muss ich mal gucken, ob ich da was dazu mache. Ich denke jetzt eher weniger. Aber schön, dass ihr mir zugehört habt. Ey, das Video geht fast eine Stunde. Ich glaube, so eine lange Reaction hatte ich noch nie auf dem Kanal. Und ja. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da und schreibt gerne eine. eine äh, 7. Schreibt gerne eine 27 in die Kommentare, wenn ihr bis hierher geschaut habt. Das wäre krass, ja? Also, das ist ja wirklich krass. Dann seid, ihr, dann seid ihr heavy, ja? Das muss ich wirklich sagen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Kuss geht raus und macht's gut. denke ans Männchen. Euer Alpha Kevin und ciao.